Hallo, willkommen bei Money, Finanz kann jeder. Tja, aktuell ist immer noch keine wirklich große Schwäche im Markt zu sehen. Quartalsberichtssaison läuft ordentlich, bei manchen Unternehmen sehr ordentlich und ja, bei manchen eher durchwachsen, aber insgesamt nicht schlecht. Und auch von der Notenbankseite gibt es diese Woche kein großes Störfeuer, denn ja, da ist eigentlich alles so abgelaufen, wie man es im Vorfeld auch vermutet hat. Tja, und das bedeutet dann auch, dass es nicht einfacher wird, das Depot auszubauen. In so einer Marktphase schaue ich mir dann oftmals an, wo ich noch besonders viel Handlungsbedarf noch habe und wo ich unbedingt was machen möchte. So eine Baustelle habe ich ausgemacht und dementsprechend, auch weil ich einen gewissen Investitionsdruck habe, ist eine neue Position in mein Depot geflattert. Was ich jetzt genau gekauft habe und warum, erfahrt ihr im heutigen Video. Dann legen wir mal los. Was habe ich gemacht bzw. wo sehe ich bei mir noch Handlungsbedarf? Also in meinem Depot, das viele Sektoren abdeckt, habe ich eine klare Untergewichtung im Öl- und Gasbereich ausgemacht und da möchte ich etwas mehr machen. Für meine Branchenbefüllung vom selbst erstellten ETF benötige ich zwar jetzt noch zwei Unternehmen, aber die will ich erst kaufen, wenn der Markt mal etwas tiefer steht und ja, Aktien aus dem Sektor vielleicht mal besondere Schwäche zeigen. Da habe ich mich jetzt entschlossen, einen ETF in diesem Bereich zu kaufen. Den ETF, den ich geholt habe, ist der iShares MSCI World Energy ETF mit der WKN A2PHCF. Der ETF bildet den MSCI World Energy Index nach und dieser Index bietet Zugang zum Energiesektor in den Industrieländern weltweit. Finde ich dann auch recht ansprechend, da ich das Branchenrisiko über viele Unternehmen jetzt gestreut habe. Der ETF hat gut 57 unterschiedliche Aktienpositionen. Die jährlichen Kosten liegen bei 0,25%. Was für einen Branchen-ETF jetzt ein moderater Preis ist. Der ETF ist dann auch ausschüttend und das zweimal im Jahr, nämlich im Juni und im Dezember. Die Dividendenrendite liegt bei 3,8%, was ganz ordentlich ist und die Fondsgröße ist mit 322 Millionen Euro eher mittelgroß. Der Index ist dann noch physisch abbildend, also den Index abbildend. Und der Fonds ist seit 2019 am Start. So, dann müsste ich eigentlich die ganzen Rahmenbedingungen eigentlich jetzt so vorgetragen haben. Dann kommen wir jetzt mal zum ETF selber. Die Länderaufteilung sieht dann folgendermaßen aus. USA ist mit 62,21% vertreten, Kanada mit 12,14%, Großbritannien mit 11,74%, Frankreich mit 5,19%, Australien mit 2,49%, Norwegen 1,35% und dann kommen noch so ein paar kleinere Länderpositionen. Dabei bedient der ETF natürlich vor allem eine Branche, wie der Name des ETFs auch verrät, nämlich den Energie- und Öl- bzw. ja, Gasbereich. Die 10 größten Positionen sind hier mit 60,05% gewichtet. Also wir haben hier schon eine ordentliche Gewichtung in einzelne Positionen, die auch durchaus dominant sind. Insgesamt hat der ETF dann aber 57 Unternehmen und das ist dann halt doch eine schöne breite Streuung. Die größten Positionen sind dann ExxonMobil mit 16,81%, Chevron mit 10,91%, Shell mit 7,8%, TotalEnergies mit 5,19%, ConocoPhillips mit 4,85%, BP mit 3,94%, Enbridge mit 2,91%, Schlumberger mit 2,67% und EOG Resources mit 2,58% und dann geht es dann in kleineren Schritten immer weiter. Ja, es ist eine ordentliche Gewichtung in wenigen Unternehmen, aber ja, da ich in der Branche gerne in den Großunternehmen investieren möchte und alle wichtigen für mich interessanten Firmen wie ExxonMobil, BP, TotalEnergies und so weiter sind hier ordentlich vorhanden und dementsprechend ist der ETF genau das, was ich suche. Fast alle Unternehmen in dem ETF habe ich nicht im Depot, einzig Shell, und die sind in meinem Depot ja jetzt nicht wirklich groß gewichtet und daher passt dieser ETF jetzt ideal zu meinem Depot. Ich investiere hier mit einem Produkt sehr breit in die Branche und ja, das vor allem in den Schwergewichten des Sektors. Selbst wenn ich den ETF jetzt etwas größer aufbaue, würde ein späteres Investieren in Einzelunternehmen ja nicht zu einer Klumpenbildung bei mir führen, da der ETF jetzt auch nicht zu meiner größten Position ausgebaut werden soll. Ich halte mir also alle Möglichkeiten noch offen, wenn sich dann Chancen bei den Einzelunternehmen später noch ergeben. Außerdem kann ich mit dem ETF meinen Dividenden, aber auch ETF-Bereich im Depot gleichzeitig weiter ausbauen. Auch hier möchte ich natürlich weiter investieren und mit dem neuesten Kauf bediene ich direkt mehrere Baustellen in meinem Depot. Die Branchen werden jetzt endlich ein bisschen, oder die Branche Öl-Gas wird jetzt endlich ein bisschen stärker ausgebaut. Die Cash-Generierung wird durch den ausschüttenden ETF jetzt auch weiter gestärkt und mein ETF-Anteil im Depot wird wieder etwas näher in meine Zielzone gebracht.
Der ETF selber ist von seinen Oktober 2022 Hochs jetzt gut 14-15% runtergelaufen und das ist schon einmal ein ganz netter Abschlag für den Start in den ETF. Sollte der Markt wirklich nochmal korrigieren, und damit rechne ich ja weiterhin, dann wäre der Verlust in der neuen Position jetzt nicht sonderlich groß, da ich jetzt erst einmal klein einsteige und ich könnte später wunderbar weiter investieren und die Position dann ausbauen. Sollte es dann doch in den nächsten Wochen und Monaten zu einer größeren Marktkorrektur kommen, ja, dann ist auch das Risiko bei Einzelaktien natürlich um einiges höher wie bei einem breiten ETF. Und so fühle ich mich jetzt ganz aktuell gut aufgestellt, in dieser Position zu investieren. Ist halt aktuell auch nicht wirklich einfach, Positionen zu finden, wo man bei diesem stark gelaufenen Markt jetzt gerne zuschlägt. So, das sollte jetzt als Erklärung für meinen Kauf reichen. Ich verabschiede mich mal und hoffe natürlich, dass das Video euch gefallen und vielleicht auch ein bisschen geholfen hat. Falls ja, freue ich mich natürlich wie immer wie ein Schneekönig, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Das würde mir nämlich helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, na, kann ja mal durchaus vergessen werden, wenn man so erschrocken ist über die neueste Investition. Dann macht das auch. Ich erinnere euch dran. Macht das. Abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos von mir. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Hat euch das Video gefallen, dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!